Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 10.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir einen neuen Emote, den Gitarrengang. Also, wir fangen jetzt mal auf der linken Seite an. Das sieht jetzt schon mal cool aus, der Gitarrengang. Das ist wahrscheinlich ein Fortbewegungs-Emote. Jetzt gucken wir mal erstmal auf die linke Seite. Und hier haben wir den Kriterion. Kriterion, oh, kriegt von mir 6 von 10. 2,91 von 5 bei 130 Votes. Am 6. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 30 Mal. Jo, das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen am 10. Mai. Terminus. Terminus, eigentlich ein ganz, ja, ganz cooles Teil. 7 von 10. Hier ein Voting von 4,52 von 5 bei 21 Votes. Am 8. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 30 Reminders. Auch das letzte Mal im Shop vor 31 Tagen. Dann haben wir hier den Oblivion. Den finde ich ein bisschen besser. Der kriegt von mir 7 von 10. Hat hier 4,34 von 5 bei 105 Votes. Am 8. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 141 Reminders. 10 Mal, stimmt schon. Sind wir hier schon durch mit dem Set? Dann geht's weiter mit Power Chord. Unsere Gitarren-Rock-Freiheitsstatue. Ja, kriegt von mir 5 von 10. 3,86 von 5 bei 189 Votes. Am 25. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Mal seitdem 284 Reminders. Vor 30 Tagen ist jetzt mal im Shop. Für 2000 V-Bucks, der Power Chord. Dann haben wir die Anarchie-Hacke oder die Anarchie-Axe. Und mit dem Totenkopf dran. Pink gehalten für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Hier haben wir 3,06 von 5 bei 36 Votes. Am 25. März 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Mal seitdem 16 Reminders für 800 V-Bucks. Dann haben wir hier den Stage Dive. Ebenfalls für 800 V-Bucks. Standardgleiter. Aber wenigstens, ja, sieht ein bisschen anders da aus. Kriegt von mir da oben auch dieses Gitter. Dann die Nieten rechts neben, rechts und links. Kriegt von mir 4 von 10, der Stage Dive. Hier ein Voting von 2,75 von 5 bei 24 Votes. 19 Mal im Shop gewesen, 7 Reminders. Sind wir beim Omen? Sieht ein bisschen aus wie so ein Marvel, so eine Marvel-Figur hier. Kriegt von mir 7 von 10, der Omen. 3,27 von 5 bei 113 Votes. Am 17. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 11 Mal seitdem 102 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Oracle X oder Orakel Hacke. Die finde ich richtig cool, muss ich sagen. Die kriegt von mir 9 von 10. Schon nice, das Teil. Hier habe ich ein Voting von 4,23 von 5 bei 31 Votes. 11 Mal im Shop gewesen, 29 Reminders für 1200 V-Bucks, die Oracle Axe. Dann sind wir bei den Daily Items schon angelangt. Dann haben wir hier den Tech-Kommando. Und der kostet 1200 V-Bucks. Ja, sieht ein bisschen komisch aus da mit dem Ding da vorne dran. Kriegt von mir 5 von 10, der Tech-Kommando. 2,63 von 5 bei 27 Votes. Am 25. Januar 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 13 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 44 Tagen. Dann haben wir hier den Stumpfi. Wir machen das jetzt mal so rum. Stumpfi hier, da, Stumpfi, Stumpfi. Dieser Holzklotz da. Kriegt von mir, finde ich irgendwie interessant, kriegt von mir 6 von 10. Stumpy hat hier 3,91 von 5 bei 11 Votes. 24. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 3 mal 4 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 45 Tagen. Die Goldschuppen. Ja, klicken wir mal ganz kurz hier durch. Modell wechseln, Modell wechseln, Modell wechseln. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd, die Goldschuppen. Und das Teil kriegt von mir 6 von 10. Für 500, also 500 V-Bucks, 5 von 10 kriegen die Goldschuppen von mir. Für 500 V-Bucks, sorry, aber es sind 2,78 von 5 bei 9 Votes. Am 6. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem 13 Reminders. Den Shaolin Sit-Up hat sich der sofort auch gegönnt für 200 V-Bucks. Ja. Kriegt von mir 8 von 10.
Shaolin Sit-Up. Und der hat hier ein Voting von 3,89 von 5 bei 27 Votes am 2. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem 26 Reminders. Letzte Mal im Shop von 29 Tagen. So, dann kommt der Munitions Expert oder Munitions Major. Finde ich nicht wirklich prickelnd. 3 von 10. Ich finde, der sieht echt ziemlich dämlich aus. Ich weiß, mega beliebt. 4,07 von 5 bei 15 Votes. Jo, am 11. März 2019 ist erstmal drin gewesen. 28 Reminders. Schon viermal seitdem drin. Das letzte Mal vor 17 Tagen. Dann kommen wir jetzt zu dem neuen Emote, der Gitarrengang. Das ist mit Sicherheit ein Fortbewegungs-Emote. Bedeutet, könnt ihr euch damit bewegen. Also ich werde jetzt mal ganz kurz das Ding nochmal neu starten und werde jetzt mal die Klappe halten, werde dann hier den Sound anders da einstellen. Ansonsten klingt das ein bisschen doof, deswegen ich mache jetzt. Teil kriegt von mir 9 von 10 oder sogar 10 von 10. Ich finde es mega geil, das Ding. Der Gitarrengang und das ist der Guitar Walk. Jo, der Guitar Walk 10 von 10. Hier haben wir bereits ein Voting. Ich aktualisiere das nochmal. Vielleicht ist da schon was mit hinzugekommen. Nein, ist noch so. Ja, da haben wir 4 von 5 bei einem Vote. So, jetzt aber schon 23 Reminders. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.